Stellen Sie sich einmal vor, Sie fallen von der Leiter, stürzen die Treppe herunter oder sperren sich versehentlich im Badezimmer ein und keiner kommt, um Ihnen zu helfen. Bei Unfällen im Haushalt schaffen es gerade ältere Menschen oft nicht mehr zum Telefon, um Hilfe zu rufen. Mit dem Hausnotruf des Bayerischen Roten Kreuzes kann in diesen Situationen schnell und einfach ein Notrufsignal abgesetzt werden, per Knopfdruck am Handgelenk. Meine Kollegin Johanna Nagel stellt Ihnen dieses System einmal genauer vor. Ich lebe jetzt seit einiger Zeit allein in der Wohnung. Ja, bin immer so selbstständig, bin immer der Jüngste. Und jetzt nach dem Künstler- und Kniegelenk, ja, jetzt machst du auch einige Schwierigkeiten. Ich bin unbeweglicher geworden. Ja, und jetzt kann man vieles nicht mehr so machen, wie man es früher konnte. Und jetzt in der Wohnung, wenn man so alleine ist, es kann immer was passieren. Eine falsche Bewegung, ein unvorsichtiger Schritt und schon ist es passiert. Die Vorstellung, hilflos am Boden zu liegen und unfähig zu sein, Hilfe zu holen, ist für viele ältere Menschen ein Grund, ihre Selbstständigkeit aufzugeben. Mit Hilfe des BRK-Hausnotrufes kann auch in prekären Situationen schnell und unkompliziert Kontakt zum Roten Kreuz aufgenommen werden. Ja, ich brauche Hilfe. Ich bin in der Wohnung gestürzt. Dann schicke ich Ihnen jemanden. Bitte bewahren Sie Ruhe. Die Einsatzzentrale kann durch digitale Übertragung sofort Ihren Standort, Daten zur Person und medizinische Details einsehen. Mithilfe eines anonym hinterlegten Wohnungsschlüssels können die ausgebildeten Rettungssanitäter schnell und zuverlässig zu jeder Tageszeit zu Ihnen nach Hause kommen. Mein Beruf ist ein sehr schöner Beruf, sehr abwechslungsreich. Ich kann Menschen tatsächlich helfen. Sie können sich nicht vorstellen, was alles zu Hause passieren kann. Eine simple Teppichfalte kann eine wirklich schlimme Verletzung nach sich ziehen durch einen Sturz. Die Teilnehmer, die bei uns den Hausnotruf haben, sind meistens schon etwas älter, oft auch gebrechlich und können durch den Hausnotruf länger selbstständig zu Hause leben. Durch den Handsender kann zu jeder Zeit Hilfe geholt werden. Sollten Sie nicht mehr in der Lage sein, zu sprechen oder verstanden zu werden, kommt in jedem Fall ein Mitarbeiter zu Ihnen. Extrakosten fallen auch bei Fehlalarm nicht an. Der Komplettpreis des BRK-Hausnotrufes beträgt 36 Euro im Monat. Darin sind alle Leistungen inklusive Schlüsselzubringung und die 24-Stunden-Bereitschaft der Einsatzkräfte enthalten. Wenn Sie Interesse haben am BRK-Hausnotruf, finden Sie die Kontaktdaten auf unserer Homepage. Sie können dort einen Termin vereinbaren und wir führen Ihnen dann unverbindlich mit einem Techniker das Gerät vor Ort vor und zeigen Ihnen die Funktionen. Mehr Informationen zum Hausnotruf finden Sie sowohl auf der Homepage des BRK als auch auf www.münchen.tv. Mit dem Hausnotruf, glaube ich, habe ich was Gutes getan. Ich fühle mich jetzt in der Wohnung ja einfach sicherer und bin froh, dass ich es gemacht habe.